Moin moin meine Lieben mit Division Agenten. Auf der letzten E3 kamen ja so einige Gamer, YouTuber und so weiter in den Genuss, eine Mission aus Division 2 zu spielen. Und wir haben dadurch schon so einiges gesehen und wissen, was so ungefähr auf uns zukommt. Wie zum Beispiel, dass es drei Spezialisierungen geben wird, die unterschiedliche Spezialwaffen tragen, wie die 50er Kaliber Sniper oder die Armbrust. Rüstungsteile ersetzen unsere Medikits und erfordern dadurch nun auch ein neues taktisches Umdenken. Heute habe ich nun für euch nochmal einen genaueren Blick auf eine der Spezialisierungen geworfen, und zwar den Survivalist, der seinen Spaß mit der Armbrust und den Explosivpfeilen hat. Des Weiteren werfen wir auch noch einen Blick auf den, wie nenne ich das Ding mal, Chemiegranatwerfer, den ich persönlich ziemlich cool finde. Diesen kann man zum Beispiel anstatt der Suchermine wählen. Ob dieser sogenannte Shem-Launcher ausschließlich nur für den Survivalist gilt, das konnte ich bis dato noch nicht rausfinden, aber ich gehe davon aus, dass auch die anderen Klassen dieses Item nutzen können. Wie auch immer, fangen wir aber erst einmal nochmal mit dem Thema Leben und Rüstung an. Wie ich in einem meiner letzten Videos ja schon mal erklärt hatte, setzen wir uns ja keine Medispritzen mehr, sondern wir sind abhängig von unserer Rüstung. Und wenn diese zerstört ist, müssen wir diese auch austauschen. Dies geschieht in einer kleinen Animation, wo wir unsere kaputte Rüstungsplatte aus der Weste ziehen und eine neue einsetzen. Das Ganze dauert nun natürlich um einiges länger, als sich wie bei Division 1 einfach mal die Spritze reinzuhauen, aber ich persönlich finde diese neue Heilfunktion richtig gut. Denn diese Geschichte erfordert nun ein neues taktisches Umdenken und bekommt dann auch einem, ich sag's mal, Deckungsshooter eher näher, als wie es bisher bei The Division 1 ist, weil man kann nicht einfach nur noch da stehen und sich eine Spritze, wie gesagt, reinjagen und man ist hochgeheilt, sondern man muss sich erstmal in Deckung begeben. Und besonders im PvP finde ich das auch sehr gut, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Wenn die Rüstungsplatte kaputt ist und wir uns noch im Kampf befinden, erneuert sich diese nicht im Gegensatz zu unserem Lebensbalken. Dieser erneuert sich auch im Kampf, insofern man nicht unter Beschuss steht, wie man hier ganz gut sehen kann. Wenn der Kampf vorüber ist bzw. wir uns nicht mehr im Kampf befinden, erneuert sich dann auch unser Rüstungsbalken. Der ein oder andere findet diese neue Funktion ja eher blöde aufgrund der Umstellung im PvP. Aber gerade da sehe ich persönlich eine Verbesserung und keine Verschlechterung. Denn dies erfordert nun, wie gesagt, mehr taktisches und Deckungsspiel und nicht mehr dieses ich renne wackelnd auf einen Gegner zu, hau mir mal eine Spritze rein und baller einfach mal drauf los. Wie sich das Ganze natürlich dann am Ende im Spiel wirklich anfühlt, ist eine andere Geschichte, aber von dem, was ich bisher dazu gesehen habe, finde ich diese Richtung der Entwicklung richtig gut. Und wenn alles gut läuft, kann ich auch demnächst auf der Gamescom das Ganze mal live testen und dann kann ich euch hoffentlich mehr darüber berichten. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr eine Meinung dazu habt, gerne was in die Kommentare dazu schreiben, was ihr von dieser Entwicklung haltet. Kommen wir jetzt aber endlich zu der Armbrust des Survivalist. Und da muss ich aber auch schon gleich gestehen, ich habe noch nicht rausgefunden, wie viele und ob überhaupt sich die Pfeile, die man einlegen kann, unterscheiden. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Explosionspfeil eine kurze Verzögerung hat und dann aber einen ordentlichen Bums macht. Die Munition dazu findet man wohl auch nur bei Gegnern im Kampf, und was ich natürlich cool fände, wenn es das geben würde, da gab es glaube ich noch keine Informationen darüber, wenn man sich später vielleicht die eigenen Spezialpfeile selber basteln könnte. Fände ich, wäre eine coole Sache. Mal gucken, ob da sowas in der Art kommt. Viel interessanter aber, finde ich persönlich, ist der sogenannte Shem-Launcher, also Chemiegranatwerfer, das Pendant zur Suchermine, welche es in Division 2 auch wieder geben wird. Und wie gesagt, da habe ich leider noch nicht rausgefunden, ob das eine reine Survivalist-Spezialisierungswaffe ist oder ob die anderen Klassen diese auch nutzen können. Sobald ich da mehr weiß, werde ich euch natürlich darüber informieren. Wie auch immer, das Ziel ins Auge gefasst, abgefeuert und das Gas breitet sich dort aus und ein Funke reicht aus, um das Gebiet, in dem das Gas rumschwirrt, in Brand zu setzen. Egal ob wir darauf ballern oder es der Gegner selbst tut, auf jeden Fall fängt es gut an zu fackeln, der Gegner bekommt Schaden, fängt an zu brennen, ihr wisst, wie das funktioniert. Ob das Gas nun in seiner Reinform auch Schaden verursacht oder den Gegner irgendwie beeinträchtigt, das konnte ich noch nicht rausfinden anhand der Videos, die ich gefunden habe. Wie gesagt, da habe ich ja die Hoffnung, dass ich demnächst auf der Gamescom spätestens da mehr dazu rausfinden kann. Die Munition hingegen für diesen Chem-Granat-Launcher, die füllt sich nach einem kurzen Cooldown wieder von selbst auf, was gut bedeuten könnte, dass diese Waffe nun auch
wie die Seeker meinen, in The Division 1 von Elektronik bzw. Fertigkeitenstärke abhängig ist. Und ja, natürlich weiß ich, dass es Fertigkeitenstärke und Co. in diesem Sinne nicht mehr geben wird, aber es gibt ja andere Set-Bonis, die dann eventuell, ich gehe aber stark davon aus, dann diesen Gem-Launcher beeinflussen können. Wie auch immer, ich finde das Teil auf jeden Fall ziemlich cool und finde, das ist jetzt schon der Burner aus dem Wortspiel. Ja, und das war's aber auch schon wieder von dem, was ich euch zeigen wollte. Was haltet ihr von diesen Waffen? Und ganz besonders würde mich mal interessieren, wie ihr über die Rüstung und den Wegfall der Medikits denkt. Haut es unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren und klickt auf die lustige Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wie immer, ganz, ganz wichtig gilt, erzählt es eurer Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, der Schwester, dem Bruder und der netten Backwarenverkäuferin eures Vertrauens. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao!